Also den Hotkey auf V zu legen, war so ziemlich eine der dümmsten Ideen, die ich je hatte. Warum nimmst du nicht ein Numpad? Ja, wäre sinnvoll. Mache ich wahrscheinlich auch bald. So, was haben wir noch heute für einen Wetterbericht? Seid ihr schon beide drin? Ich bin auch nicht drin. Ich gucke gerade noch, wo meine Katze steht. Wunderschöner sonniger Tag, Wahrsager. Nicht da. Kira. Neutrale Geister habe ich und Leben vom Land, sagt mir heute. Es gibt ein paar Fische, die nur im Winter finden kannst. Tintenfische und Längdorsche. Tintenfische können im Ozean am Abend gefangen werden. Längdorsche den ganzen Tag in allen Süßwässern. Oh toll, jetzt geht mein... Warum Ich bin bei dir. Natürlich gibt es auch noch Gerüchte über extrem seltene und einzigartige Fische, die nur zu gewissen Jahreszeiten zu sehen sind. Aber ich weiß nichts Genaues darüber. Ich weiß nicht, warum du meinen Stream noch offen hast, ehrlich gesagt. Ich wollte mit dem Handy in meinen Stream und dann bin ich aus Versehen in deinem gelandet. Ja. Aus Versehen, du hast einfach Qualität erkannt. Qualität erkannt und deswegen gucke ich dir beim Zocken zu und wie du mit mir redest und sowas. Deswegen bist du AFK. Weil ich bin ja ein Qualitätsstreamer, eindeutig. Eben, Benny streamt früh, also das hat schon seine Gründe. Qualitätsstreamer mit Herz, eindeutig. Huch. Schleichwerbung. Aber Denso, willst du nicht selber heute spielen? Mich wundert es, dass du da bist. Tatsächlich. Vielleicht streamt er dich gerade. Das wär merkwürdig, weil aber eigentlich ist er so ein Forza-Spieler. Das hatte ich tatsächlich mit Donzi schon. Da hat er meinen Stream gestreamt und ich habe das gar nicht so richtig realisiert. Ich habe mir das dann hinterher angeguckt. What? Ja. Das war auch insofern merkwürdig, weil er natürlich dann geredet hat, aber nicht mit mir, sondern mit seinem Stream. Und ich babbel da so im Hintergrund über Dota und dann... Er hat quasi ein Live-React gemacht. Und ich antworte dann zu ihm, hallo, und dann kommt von ihm, hey Schnecke, und natürlich höre ich das nicht, ne? Ich habe mir das dann hinterher angeguckt und bin dann erstmal in seinen Chat. Du wolltest mich auf Xbox adden, einfach so wie auf Twitch, nur der Unterstrich ist ein Leerzeichen. Und das ging gerade kurz an meinen Stream. Das hätte ich jetzt, wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Entschuldigung, dass ich da dazwischen geredet habe. Ich glaube, ich mute mich lieber, wenn ich mit meinem Stream so was da alles. Ist doch alles okay. Ja, wenn du aber gerade was erzählst, im Zweifel, dann ist er nicht nur... Also ich antworte dann meistens meinem Stream später, das wäre eine Option. Du kannst du kannst aber auch dazwischen machen. Hey, hier ist ein riesen Klumpen mit irgendwas. Kommt mal runter, das habe ich noch nie gehabt. Wo denn unten? Hier, bei uns in der Base unten, da ist ein Klumpen. Meteorit. Das reimt sich sogar. Bei uns in der Base unten, da ist ein Klumpen. Hey, schnell, sonst baue ich ihn ab. Poesie am Abend. Habt ihr das schon mal gesehen? Meteorit. Nee, hab ich noch nicht gesehen. Hau mal weg. Oder? Ich hau weg. Oh, zu hart. Sieht ziemlich solide aus. Vielleicht könnte es eine sehr starke Spitzhacke das zerbrechen. Das können wir wohl erst mit der besten Spitzhacke kaputt machen. Iridium-Spitzhacke. Okay, ich gehe in die Mine. Und mal rein. Weißt du, wie viel du dafür brauchst? Ich mache jetzt wieder mein Digi auf, ey. Liebe. Ich habe gerade Eier geholt dafür. Wobei, ich brauche eigentlich nur zum... Meine Lieben, wir haben jetzt frische Eier. Num. Können wir eigentlich auch die Mayonnaise-Maschine mal bauen, oder? Ja, mach. Mach, aber ich habe sie früher mal gebaut und dann nie wirklich oft genutzt, weil das dauert nie lange und... Kein Problem, denn so... Achso, du wolltest mich wegen dem Tuning adden, was ich heute früh gemacht habe, oder finden. Wo sind überhaupt? Du hast Tuning gemacht, Benny? Ich habe heute früh für einen BMW M3 von 2005 ein Tuning gemacht, ja. Vielleicht will er um einen Red Tube haben. Keine Ahnung. Was denn eigentlich ist das, Benny, das hat man jetzt bloß auf dem schwarzen Auto nie so erkannt. Eigentlich hat das noch so einen schwarzen Schriftzug im Hintergrund, also so einen schwarzen Balken. Dass du das über farbige Autos machen kannst, dass es ein bisschen abgesetzt ist. Cool. Ja. Habe ich von einem, gibt es einen ganz bekannten Tuner, GP Performance, und den so ein Kameramann, der hat einen Golf. Kenn ich. In Rot. Und der hat dann. Der hat Kristallkupfer bekommen. An der Tür hat er dann Red Tube stehen. Ich verstehe nicht, warum man das auf sein Auto schreiben wollte. Das ist mir ein bisschen ein Reiz tatsächlich. Goldspitzhacke ist das nächste, dann mache ich das mal. Genug Schotter haben wir. Ja, ich wollte es jetzt erst nach dem Winter machen, weil man im Winter nicht so viel zu tun hat. Ach ja, stimmt. Ansonsten müsstest du meine Spitzhacke nehmen, aber da habt ihr halt auch keine gute. Nee, dann mache ich das lieber im Frühling aus. Also, wir haben schon 11. Wir haben im Frühling mal wieder jede Menge anzubauen. Aber wir kommen ja nie wirklich weit, oder? Ich muss abends im Ozean fischen, wurde mir gesagt, ne, wegen Tintenfisch. Nee, 8 Tage. Wir kommen heute bis zum 19. Vielleicht auch bis zum 20.
Werkzeuge verbessern. Jetzt rechnen die hier schon durch, ey. 5 Gold bauen. Naja, frag, wie weit wir heute kommen. Wenn du wie immer um 22 Uhr abbaust, dann sind es ungefähr neun Tage. Vielleicht sogar 10. Ah, das habe ich gesucht. Amethyst. Hier ist einfach ignoriert. Bei Amethysten haben wir nicht mehr so viele. Ich nehme lieber doch meinen eingekochten Quatsch das zum Schenken. Amethysten haben wir nicht mehr so viele? Ja, er scheint doch die ganze Zeit der Abigail. Genau. Ich mache nochmal Weintraubengelee mit und geschenkt das. Das sah gerade aus, als hättest du irgendein Schneeding auf dem Kopf, wenn ich bin der Kapitän! Weißt du das nicht mehr? Nee. Ich bin der Kapitän! Ich hab doch den Angelwettbewerb gewonnen. Leute, hört auf mich anzugreifen. Aber wir greifen dich doch gar nicht an. Entschuldigung, ich meinte nicht euch. Mit euch redet niemand. Boah, what? Direkt aggressiv hören hier. Finde ich frech. Finde ich frech. Ich bin heute sehr unzufrieden mit mir selbst. Ich habe nur die Hälfte von dem geschafft, was ich eigentlich machen wollte. Und ich hatte einen ganzen langen, freien Tag. Das muss ich jetzt an irgendjemanden rauslassen. Happy Gaze, bin ich da. Ich wollte Schuhe einkaufen. Warum darf ich eigentlich in Abigail, wie heißt denn die Mutter von Abigail? In Abigail nicht kommen? wieso darf ich in das Zimmer von der Mutter von Abigail, wenn ich mit Abigail befreundet bin? Naja, weil du jetzt zur Familie die Familie einheiraten willst, ja eben. Hab ich ja noch nicht. Wirst du aber? Ich hab nicht mal eine Ahnung, wo die ist. Also, bei uns durften unsere Partner auch einfach bei uns sich im Haus frei bewegen, ohne dass er da reglementiert wurde. Finde ich komisch, ja. Ich hätte es auch komisch gefunden, wenn die Freundinnen von meinem Bruder plötzlich in meinem Zimmer aufgetaucht wären, ohne zu fragen, aber andere Familien sind da nicht so. Hier kann ich wieder was ausbuddeln. Oh wow, Steine. Geil! Der hat bei seiner neuen Freundin war da irgendwie gleich relativ schnell, glaube ich, nackt zaunieren mit ihrem Vater. Ja, das finde ich auch normal. Alles klar, denn du bist bald. Naja, sorry. Ich sag mal so, ich bin ein Kind, das mit FKK-Strand aufgewachsen ist. Ich habe nicht so ein Problem mit Nacktsaunieren. Ja, der Osten hier. Ich sauniere ja auch mit anderen Leuten random, die ich gar nicht kenne. Also das, von daher. Ich finde es bei random Leuten gar nicht so schlimm. Bei Leuten, die ich kenne, finde ich so schlimm. Warum? Aber das ist doch bei Leuten, die du gar nicht kennst, eigentlich viel merkwürdiger. Nee, das ist irgendwie. Ich sag doch immer, Leute, die ich nicht kenne, das sind Statisten in meinem Leben. Das ist wie so. Keine Ahnung. Die sind einfach wie Inventargegenstände. Die stehen da halt rum und sehen hübsch aus oder halt eben nicht und keine Ahnung was. Was wir heute gelernt haben, Lumi sieht andere Menschen nicht als Menschen an, sondern als Statisten und Inventargegenstände. Genau. Das ist aber richtig so. Also ich sehe das schon so. Ich stehe da auch zu. Aber wenn ich dann Leute kenne und dann sehen die mich nackt und dann haben die irgendwelche Meinungen von mir und dann sehe ich die ja wieder. Und Meinung von dir. Keine Ahnung. Warum soll jemand nackt sehen irgendeine Meinung verändern? Das verstehe ich auch nicht. Geile Titten. Ja, das siehst du, da fängt es schon an. Ja, das ist dann Kompliment. Jetzt ändert aber Meinung. Nichts daran, dass ich dich dann wiedersehe und dann musst du immer dran denken, wie geil meine Titten nackt aussehen und das wäre irgendwie burg. Oder man macht sich einfach keine Gedanken darüber und macht keine Meinung dazu. Oh, der Sebastian mag mich. Vielleicht soll ich doch den Sebastian heiraten. Du wolltest den Sebastian heiraten? Ich denke, das war jetzt schon hier in Sack und Tüten. Sebastian heiratet mich. Ich habe ja immer noch mit Shane auch geliebäugelt. Oder Sebastian. Den nimmst einfach alle, ich merke schon. Ich würde ja gerne mehrere heiraten, aber das geht ja in dem Spiel leider nicht. Ja, einfach gar nicht heiraten, mit allen schlafen. Eben. Doof, Matratze werden. Mit schlafen? Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob du auch mit irgendjemandem. Schlafen im Spiel? Wie schlafen? Du kannst auch Kinder haben, oder? Dachte ich in dem Spiel. Also musst du doch irgendwie mit jemandem schlafen können. Aber dann musst du dich wahrscheinlich heiraten, um mit ihm schlafen zu können. Vermutlich. Das ist noch unspektakulärer als Sims-Sex. Also wahrscheinlich einfach nur die Nacht, wo alle zusammen in einem Bett sind und danach ist er schwanger. Ja. Habt ihr alle zusammen in einem Bett sind? Oder gibt's auch schon wieder einen Gruppensex? Du denkst an sowas, ja? Puhkacke. Oh, die Maru mag nichts Eingemachtes. Jedenfalls keine eingelegten grünen Bohnen. Ja, eingelegte grüne Bohnen sind auch ekelhaft, ja. Du hast die Dinge eingelegt, ich habe keine einzige Sache eingelegt. Ja, verkauf sie halt. Eine Waschmaschine liegt gegen Ende immer, als ob sie gleich explodieren würde. Stimmt, Waschmaschine habe ich heute vergessen. Ich bin blöd. Musst du immer noch machen? Nee, ich muss irgendwann schlafen. Ich habe die Nacht jetzt schon nur 2 Stunden geschlafen. Ich müsste heute mal ein bisschen mehr schlafen. Im Öko-Mode dauert es bei meiner nur 1,5 Stunden. Meine brauchen Energiesparmodus 3 Stunden. Mit? Ja, weil sie halt das Wasser kälter lässt. Und dafür länger
länger gespült. Also hier länger durch. Keine Ahnung, was meine macht. Meine hat den Öko-Mode und da dauert es nur 1,5 Stunden. Ich habe für uns ein schönes Mittagsschläfchen gemacht, Benni. Das zählt nicht als Mittagsschlaf, wenn es 19 Uhr endet, Felix. Ja, ich bin nur. Ich bin 18.30 Uhr aufgewacht und bin ca. 14.30 Uhr ins Bett. Kann das sein, dass die Viecher auf unserem Grundstück auch stärker werden mit der Zeit? Das kann sein, aber bis jetzt sind sie ja noch nicht immer so stark, dass er. Also ich kann mit die Teile mit eben Hieb mit dem Schwert zerstören. Ich nicht, shit, ich brauche ungefähr 20. Was, bist du gerade gestruben oder? Nee, ich war gerade bei Sebastian, dann habe ich gesehen, dass er Jade braucht. Dann bin ich zurückgelaufen zu Base, um Jade zu besorgen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ja schon Jade im Inventar hatte. Du schenkst ihm gefrorene Tränen. Ja, ich habe ihm ja eine gefrorene Träne geschickt. Oh, ich habe eine Zwischensequenz. Aber ich jetzt abends bei Abigail war. Hey, ich hatte gehofft, dich zu sehen. Ich will dir etwas zeigen. Siehst du das? Man nennt es Geisterbrett. Hast du Jens benutzt? Leg deine Hände mit mir auf die Planchette. Sag doch kein Mensch Planchette. Jetzt werden die Geister uns leiten. Schau, es bewegt sich. Der erste Buchstabe ist I-C-H. Und jetzt Herz. Wow, so schnell. Es buchstabiert etwas. B. Ich liebe B. Oh. Ups, da habe ich versehentlich das Brett umgeworfen. Es ist nur ein dummes Spiel, es wird gar nichts. Ich denke, ihr seid schon zusammen. Ja, sind wir auch. Ich muss noch etwas erledigen. Du solltest gehen, entschuldige. Oh, erstmal bin ich traurig. Ich hab Sebastians Geburtstag vergessen gestern. Tja, gestern vor allen Dingen. Auch ist die süß. Jetzt darf ich ihr aber nicht kein Geschenk mehr geben. Ich wollte ihr eigentlich heute ein Geschenk geben. Darf man eigentlich auch mit zwei Leuten zusammen sein? Nein. Noch nicht gleich heiraten? Nein. Was passiert dann? Wahrscheinlich werden die eifersüchtig. Doch, also, was heißt zusammen sein? Du hast ja gerade gesagt, nicht heiraten. Nee, ja, die meint halt die Blumen geschenkt, dass er das feste Freundin zählt. Ja. Oder fester Partner zählt. Huch. Genau. Ben versteht nicht. Das geht, aber ich glaube, du darfst nicht mehr als 10 haben, weil sonst was ganz Schlimmes passiert. Ich hab noch ein verlorenes Buch. Aha. Thema Fremdgehen. Ach, Fremdgehen. Ja. Fremdgehen, Schmemmgehen, sage ich immer. Ach, Ben macht das regelmäßig, der weiß genau, worum es geht. Ja, in Stardew Valley schon. Fremdgehen? Ja, klar, wenn du wüsstest. Oh Gott, die arme Abigail. Weißer Thun, 99 cm, neuer Rekord hier. Das finde ich jetzt egal, weil du bist asozial. Das reimt sich. Ah, man darf nicht mal einen Witz machen, da werden die Frauen direkt aggressiv. Ja, nein, nicht wenn es ums Fremdgehen geht, das ist nicht in Ordnung. Sagst du, ausgerechnet du. Ich bin für offene Beziehungen, das ist ein gravierender Unterschied zum Fremdgehen. Vielleicht weiß Abigail nur nicht, dass unsere Beziehung offen ist. Das wiederum ist Fremdgehen. Das war ziemlich offen. Finde ich jetzt nicht. Es war von Anfang an klar, dass unsere Beziehung offen ist. Wir haben nur nicht drüber geredet. Wie Menschen wie dir, ja, wollen Leute keine offenen Beziehungen und sagen, das ist nur eine Ausrede, um alles vögeln zu können, was man will. Aber es ist doch dafür, damit man alles vögeln kann, was man will. Das ist in der Tat so, aber es ist keine Ausrede. Nö, du sagst einfach nur offen ins Gesicht. So, ich komm mal. Tatsächlich, ich will mit allem vögeln, was ich will. Prost und so. Gut, dass bei mir noch keine Zuschauer sind heute. Ich weiß nicht, ob bei mir Zuschauer da sind. Also zumindest hatte jemand kurzzeitig eingeschaltet, aber ich vermute, der hat wieder ausgeschaltet, weil er selber streamen will. Also. Ich muss mich beeilen. Ich habe über das offene Beziehungsthema tatsächlich schon vor ein, zwei Monaten mit meinem Chat drüber diskutiert. Nachts um 4. Und? Zu welchem Ergebnis hat er gekommen? Denk dran, in das kleine Bett. Ich bin auf dem Weg, aber die, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, sie respektieren meine Einstellung, aber sie wollen dann doch irgendwie eher was Romantisches. Lumi, ich muss bei dir, oder? Ich schaff's, glaube ich, noch zu mir. Ja, aber dummisch, müssen wir alle im gleichen Bett schlafen, wenn ich es überhaupt bis dahin schaffe. Oh Gott, das wird knapp. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich hab eine Zwischensequenz mit Abigail. Jetzt nochmal? Och, nö. Bett? Du wirst verrecken. Hi, ich wollte mich nur für gestern entschuldigen. Du verstehst vermutlich, was passiert ist. Okay, tschüss. Und jetzt verreckt Benni draußen. Und jetzt penne ich dafür einen draußen. Geil. Danke, Abigail. Geil. Toll. Ganz im richtigen Augenblick. Toll. Das ist ja meine super Freundin, die hält einfach vom Pennen ab und haut dann ab.
Fische Stufe 8. Ich darf jetzt Wurmeimer herstellen. Nom, nom, nom. Wurmeimer. Und einen Widerhaken. Ich weiß nicht, wofür man einen Wurmeimer braucht. Für Würmer? Wow. Ihr seid ja die hellsten Köpfchen in der Lampenabteilung, ehrlich. Ja, aber das denkst du, auf was du dich hier eingelassen hast? Ich hab einen Brief. Ja, ich alle einen Brief. Ich mache gerade an der vergessenen Kunst der Schattenwahrsagung, aber ich benötige einen Gegenstand am Schattenischen. Bring ihn bitte zu mir und ich werde dich belohnen. So. Einfach die Schattenessenz. Die Schattenessenz. Ich glaube, ich stehe ja mal zum Zauberer für die Schattenessenz. Ich habe eine geheime Notiz. Soll ich es da vorlesen oder willst du es haben, Benny? Kannst du einfach vorlesen. Gibt jetzt mehr als genug von den Dingern. Ach so? Ja. Ach so? Ach so. Aber warte mal, irgendwas wollten wir uns doch merken, dass du aufgeschrieben hast. Ist das dieses Mal schon wichtig? Nee, am Ende der Saison war das. Mehr Jungfrauen-Dingens da. Aber das brauche ich mir nicht aufschreiben, das gibt's im Wiki. Nee, du hast irgendwas aufgeschrieben letztes Mal, was am Ende der Saison sein soll. What? Mir wurden 1000 Gold für den Service in Rechnung gestellt? Tja. Alter Schwede. Schattenessenz, bring ihn zu mir und ich werde dich dafür belohnen. Ja, hab ich auch. Na, zum Glück haben wir genug davon. Wir müssen alle Schattenessenz abliefern. Ich glaube, ich hab's gar nicht offen, oder? Ist mir egal, ich nehme ihn trotzdem schon mal mit. Und da oben ist auch Wein, den ich noch wegbringen muss. Ja, 9 Wein. Weintraubenwein sogar, also richtigen Wein sozusagen. Ich würde einfach 9 Uhr hingehen, da wo jeder aufmacht. Eine YouTube-Bekannte hat mich auf das Spiel angesprochen, was du mir geschenkt hast. Castle Crashers? Warum? Ja. Eventuell hat sie Lust mitzuspielen. Das haben wir früher bis zum Abbrechen gespielt. Ja, auf der Xbox. Das ist auch voll witzig. Aber jetzt habe ich es halt auf dem PC nochmal gekauft und schon ein bisschen gespielt. Jetzt habe ich den Jadestein dem Zauberer gegeben. Und hat er sich gefreut? Genau deswegen haben wir 6 Stück von jeder Sache. Ja, er hat sich tatsächlich gefreut, aber trotzdem. Diese 6 Stück von jeder Sache, Schattenessenz haben wir haufenweise. Oder nee, aber es ging darum, dass sie es verpeilt hat. Ich glaube, die Leute hier haben Angst vor mir. Es ist schade, aber ich schätze, es ist menschlich, Angst vor dem Unbekannten zu haben. Aber um die Kühe und sowas kümmert sich wieder von euch keiner. Boah, komm eigentlich unbedingt die Viecher haben. Hä? Ich hab die ganzen Sachen für die Pflanzen genommen und muss mich jetzt noch um die Kühe kümmern. Schlimm, schlimm. Sieht aus, Ben. Das Leben ist scheiße. Nee, ihr seid scheiße. Ach, der Schweinetyp ist wieder da, gell? Wir wollten so schnell wie möglich eigentlich den Stall da aufwerten. Da brauchen wir uns ja nicht drum kümmern. Ich werd doch mal den Stall auf. Naja, aber die Milch müssen wir ja trotzdem irgendwie ernten, oder? Ja, gut. Milchmaschine, das wär's. Milch ernten, als ob das auf Bäumen schön, wächst, ey. Schön Tierhaltung, Milchmaschine. Nein, geil. Milchmaschine im Sinne von versaut sein. Geht, ey. Jetzt hörst du aber langsam auf. Den verstehe ich nicht. Ich habe damit direkt Assoziationen zu einem Manga im Kopf, wo es um Kühe ging. Also aber Kühe an Melken sind sowas völlig Normales. Gibt doch bestimmt Hentais, ja. Wo. Genau. Was ist denn ein Hentai? Ja. Oh, gemolken wird. Der Ben weiß ganz genau, wovon wir reden. Der stellt Nein. sich um. Und er fühlt sich sehr wohl damit. Sowas noch nie passt gehört. Auch sehr gut zu dir, Ben. Was? Nix. Was passt zu mir? Nix. Irgendwas gehört, was zu mir passt, angeblich. So, hat der Typ jetzt schon offen? Ja, oder? Ich denke. Ja, ich war schon längst da. Na gut, dann darf ich auch mal dahin. Hab ich doch vorhin erzählt. Als ob ich dir zuhören würde. Zu? Ja, eben. Same problem as usual. Ah, cool, wir haben noch keinen Mohn, das ist gut. Ich werde heute übrigens. Weil die Schweinebombe ist unten. Wir haben Mohn, oder? Nein, wir haben keinen Mohn. Aber hier kann man einen kaufen und ich habe gerade einen gekauft. Bevor du jetzt einen kaufst, Benny. Doch, fürs Gemeinschaftszentrum. Wir haben mit Sicherheit einen Mohn, wir haben nur keinen orangen Mohn, mein Lieber. Das ist egal, was für eine Farbe der hat. Wir haben 20.000 unterschiedliche Mohnsorten schon geholt. Dann will ich nochmal außen gucken, ob wir das wirklich haben. Mach mal. Das ist egal, jetzt hast du es ja eh gekauft. Sowieso aber. Jetzt hat er irgendwie für 700 Gold Mohn gekauft, den er für 50 Gold verkaufen kann.
Kannst du Geld sinnloser verschwenden. Hä, ich hab dem gerade eine Schattenessenz gegeben. Oh, ich will mit dir reden, du hast was bestellt von mir. Scheiße, Bastian, komm halt mal aus dem Zimmer. Was ist denn jetzt los? Ich hab dem eine Schattenessenz gegeben und das, ich fühle eine Arkane Macht in mir. Wahrscheinlich, weil Lumi das schon gemacht hat, oder? Kann das sein? Nee, eigentlich nee. Weiß irgendjemand, wie man Milchreis macht? Also in dem Spiel jetzt. Cool. Ah, du hast sie mitgebracht. Du hast dir meine Dankbarkeit und 1000 Gold verdient. Jetzt geh. Also bei mir hat er es genommen. Du hast wahrscheinlich die Quest auch jetzt noch. Du hast die wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen. Du kannst das direkt nochmal machen. Und nein, ich weiß nicht, wie man Milchreis macht. Und ich weder im realen Leben noch hier in-game, soweit ich weiß. Ich hab die Quest lustigerweise gar nicht mehr. Tja, du hast dann wohl den Brief nicht gelesen. Was macht die scheiß Maru? Jedes Mal, wenn ich dir schenke, ärgert sie sich. Aber für euch was Geiles, habe ich noch gar nicht herausgefunden. Hier oben gibt es eine Klappe und wenn du da hingehst, sagt der, das lasse ich nur Leuten zu, denen ich vertraue. Also müssen wir einfach die... Hätte ich ihm doch noch einen Wein schenken müssen, verdammt! So. Ich habe hier noch so eine geheime Notiz für den Gott auch. Ich lese die mal, sonst kommt's weg. Warum habt ihr immer geheime Alex Notizen? Alex Diät für sein Krafttraining, volles Frühstück, Mahlzeit. Langsam liebe ich diese Essen. Sam versucht sich wieder im Kickflip. Danke, ich mag das wirklich. Ja, Wein mögen, glaube ich, alle. Hier saufen doch abends immer alle sich die Birne weg. Ein Buch. Ich bringe dir eine Flasche Wein vorbei. Wollen wir die zusammen leeren? Ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, dass man seine Kochskills nur sieht, wenn man am Kochfeld ist. Okay. Das ist für mich, das mag ich am allerliebsten. Kannst du über Gedanken lesen? Kann ich denn schon alles? Okay, der Arzt mag Wein sehr, 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 sehr gerne. Stimmt, ja, da war was. Also, er hat gerade gesagt, das mag er am allerliebsten. Okay, also ich kann offensichtlich noch keinen Milchreis. Super. Dann halt nett. Ich schenke dem krummpigen alten Opi auch noch ein bisschen Wein. Also irgendwie verbessert es bei dem Spiel momentan so, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen mache, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ich laufe irgendwie nur durch die Gegend. Ich schenke Leuten random Sachen. Das finde ich auch. Um meine Verbindung mit allen aufzubauen. Aber irgendjemand müssen wir mal sagen, was Maru mag. Weil immer wenn ich Maru was schenke, findet sie scheiße. Das kann doch nicht sein. Keine Ahnung, vielleicht Tierprodukte anstatt so Wein und so ein Kram. Also ich habe ihr was Eingelegtes geschenkt und dann habe ich ihr eine Blume geschenkt. Fand sie beide. Hast du mal mit Käse versucht? Nee. Was ist denn los, Felix? Er fühlt sich nicht beachtet. Nee, alles okay. Ich hab grad meine Spritzhacke abgegeben. Ring. Ich nehme dann einfach deine Binnen. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Ich meine aber noch nicht abgelegt. Aktuell. Von daher, wenn du die irgendwie brauchst, musst du noch Bescheid sagen, damit ich die dir irgendwie mitbringe. Morgen. Bescheid. Mhm. Alles klar. Dann gebe ich dir die übermorgen. Ist doch gut, oder? Ja, reicht aus. Also, Lumi? Ja. Da ist Sebastian. Ja? Oh, Mülltonne. Ach nee, warte mal. Was möchtest du von mir, Felix? Ja, warte doch mal. Ich habe Müll in der Mülltonne gefunden. Wie unschrecklich. Toll. Das ist ja irgendwie passend. Wie müde ist das? Hier. Hier, du kriegst jetzt einen Jadestein. Also Erdbeere. Hey, danke, Hilfe. Genau das, was ich wollte. Erdbeere, Goldbarren, Diamant, Blumenkohl und am besten im Goldbarren. Das kann ich am leichtesten farmen. Ich habe eine Knochenflöte gefunden. Und dann kannst du Maru was schenken, was er mag. Ja, okay. Ich muss irgendwie da ein bisschen lachen bei Knochenflöte. Alter, es ist keine Fleischflöte. Naja, aber man wird's ja auch hart, denn das ist eine Knochenflöte. Ich finde das lustig. Ich bin aber heute auch irgendwie so drauf, schlechte Witze und sowas. Genau, mein Genre. Genau, dein Nivea, meinst du? Mm. Ich schenke der Abigail einen Krokus und sie sagt, oh, sie danke, wo wusstest du, dass ich Hunger habe? Was zum Henker ist denn die Frau? Alles, was lila ist wahrscheinlich. Ach scheiße, jetzt war ich vorher nie beim Schmied, die Geo. Ich hab einen Tintenfisch! Benni, du kannst übrigens Wein mal ins Gemeinschaftszentrum bringen. Oh. Ja? Shane eigentlich immer noch so unfreundlich zu mir. Und nimm Eichenharz. Oh Gott. Und nimm Eichenharz gleich noch mit. Das war knapp. Eichenharz haben wir doch schon abgegeben, oder nicht? Grüne Bohnen? Nein, wir haben auch einen Sirup abgegeben. Aber das kann nur ich machen für dich. Was haben wir denn jetzt hier noch, was wir verschenken können? Müsli-Riegel? Komm schon.
Aquamarin. Wir brauchen auch mal 10 Heu, 3 Äpfel und 10 Weizen. Dann kriegen wir auch wieder. Was? Dein Angelgerät ist kaputt? What? Das kam gerade. Du musst es nicht nehmen, Mann. Ich nehme es, wenn es sein muss. Ach du, das ist das, was ich da dran gemacht habe, oder? Ja, das ist großartig. Ach, siehst du, ich habe ja noch eine geheime Notiz, die ich vorlesen kann. Mach mal. Ja, das ist ein Kreuz zum Graben in der Wüste, links neben der Bank, ganz an der Klippe. Ich habe Dinosaurier-Ei gefunden. Haben wir das schon? Okay, oder? Nee, habe ich noch nie. Also ich hatte selbst im Einzelspieler, hatte ich es glaube ich eh mal. Ein Dinosaurier-Ei? Ein Dinosaurier-Ei. Habe ich noch nie gehabt. Ist das ein Artefakt? Ja. Dann ist es ein Artefakt. Dann geht's ab. Dann ist es auch nicht wichtig. Artefakte heißen manchmal. Leider schon ein bisschen spät fürs Abgeben. Ja. Ich würde einfach in die Ärztekiste, ich geb's dann, also ich mache mich dann eh auf den Weg dahin. Mache ich die ganze Zeit schon mit irgendwelchen Sachen, die ich jetzt nicht abgeben will selber. Dito. Ich hau auch die ganze Zeit Geoden und so. Der Kapitän ist wieder am Angeln! So, die Lumi verbreitet so ihre restliche Energie in Mine. Ah, hier ist er. Hier, ich hab noch was. Aber haben wir den Steinbruch, da kann ich eigentlich auch durchgehen, wenn ich zu viel. Weil über einen Meter langen Thunfisch. Habt ihr schon den Korb? Wenn du Energie hast, kannst du da auch hin, das ist richtig. Habt ihr schon den Korb abgegeben? Den bei was? Linus? Ja, hab ich schon gemacht. Den Korb habe ich auch schon abgegeben. Mhm. Platz im Inventar. Da bin ich letzter. Ich habe den ganze Zeit im Inventar mit rumgetragen. Ja, sehr gut. Linus, er wollte Beeren sammeln. Wegen dir konnte er jetzt keine Beeren sammeln. Das ist aber Hunger. Da. Du bist jetzt voll scheiße. Achso, wo muss ich denn hin zu dem? Ach, das ist ja da so ewig weit oder oben. Oder um das Känguru zu zitieren. Hertha, das Leben ist hart, aber ich bin Hertha. Wow. Sehe, du bist heute in Flachwitzstimmung, Ben. Nein, das war ich. Ich habe ja auch pfff gemacht. Das war mein Lachen. Achso. Hier Steinbruch. Tja. Benny ist ziemlich halt abgehoben. Das war er schon immer. Und man gewöhnt sich dran. Wir lernen ja, damit zu lieben. Man lernt mich lieben, ist einfach so. Nee, man lernt damit zu leben. Wo lieben man keinen Mensch? Doch, eindeutig lieben, ja. Das ist so ein Stockholm-Syndrom-Ding. Ach so. Ich möge ja, weil du beleidigend und arrogant bist. Dem kann ich vollkommen zustimmen. Ey, der ist immer runter mache und irgendwann braucht man das. Benny, wo hast du den Wein dann hingetan? Das erklärt, warum du mittlerweile in deinem Stream so beliebt bist. Die haben alle Zeit gebraucht, von dir gedisst zu werden und jetzt lieben sie dich. Was denn du? Wenn dann links unten, wenn da noch welcher ist. Ich habe Subscriber direkt gedisst. Die redet keiner. Ich frage mal, was ich das angeht. Wie redet keiner? Wenn man so blöd sein kann, so viel Geld für die Scheiße zu geben. Nein. War denn einer Subscriber nicht mal ein Twitch Prime Sub? Nein, mein einer Subscriber war gleich ein Tier 3 Subscriber, der vollkommen betrunken war. Also du hast ja schon erzählt. Ja, gut. Ja. Ne? Ich bin mir aber nicht sicher, ob er wieder unsubscribed hat, weil er mir immer noch nicht angezeigt wird. Also in der einen Liste wird er mir angezeigt, in der anderen Liste wird er mir nicht angezeigt. Also ich du kannst aber nicht unsubben. Doch, man kann 24 Stunden danach kann man zugänglich machen. Wurde mir erklärt. Du kannst quasi deinen Kauf ich nie gemacht. Das 24 Stunden danach wieder rufen. Brauchen wir den Tintenfisch für irgendwas? Ich hab weder bei jemandem subscribed, noch habe ich es widerrufen. Doch, bei dir habe ich subscribed. Wollte gerade sagen, du hast aber bei mir subscribed. Bei dir hat es mich aber nichts gekostet, dann muss ich es auch nicht widerrufen. Heben erstmal auf. Alles klar. Ich guck gleich mal, ob man brauchen. Tintenfisch. Das Spiel ist schwierig. Kann mir irgendjemand sagen, wenn wir 1 Uhr haben? Ich bin hier so am Kämpfen. Es ist schon 0:40 Uhr. So weit bin ich schon gekommen. Jedes Gehellgrüne. Ich wollte hier noch die Schleife fertig machen. Ich möchte doch gerne endlich mal meinen blöden Kampf leveln. Vielleicht muss ich dazu echt langsam mal in die Wüste gehen, aber in der Wüste stirbt man so schnell. Wir haben einen Apfel, wir brauchen 3 Äpfel. Wir haben wirklich schon einen Apfel abgegeben, war ich der Meinung. Ups, falsche Sachen, die ich hier reinwerf. Ja, vielleicht ein Apfel, aber wir brauchen 3. War der Meinung, ich habe Äpfel schon abgegeben, immer noch. Ach nee, habe ich nicht, weil wir nicht genug hatten. Vollkommen richtig. Steht, ich gehe jetzt ins Bett. Vollkommen richtig. Benny, Bett. Ja. Jetzt kannst du bei Lumi schlafen gehen. Ach Quatsch. Bis ins Haus schaffe ich das ja noch, wenn ich 1:40 loslaufe. Mein Bett für mich allein. Und wer weiß, ob du schaffst, kann ja sein, dass wieder irgendwo dir eine Abigail auflauert, die dir. Ja, das stimmt natürlich, das kann man ja nie wissen. Die kommt immer so mit so einem Busch hervorgesprungen. So, oh, hi Ben, Entschuldigung, dass ich dich. Ich bin aus Versehen gerade hier lang gelaufen. Mensch, dass du auch hier bist.
Und wir haben erst ein Ofen. Wir hatten die ganzen Pilze verkauft. Warum haben wir jetzt nicht die ganzen Pilze verkauft? Warum nicht?